Morgen! Was? Geht's Frühstück? Nee. Erst das Vieh. Aufstehen. Ah, na gut. Guten Morgen! Frühschicht! Halb sechs. Es gibt viel zu tun auf dem Bauerngut von Albert Trimborn. Ein ganzer Hof hat Hunger und Durst. 55 Milchkühe samt Anhang, 3000 Hühner, 300 schwäbisch-hallische Schweine, 12 Kaninchen, 25 Puten und ein Pferd müssen bis 9 Uhr versorgt werden. Bis dahin müssen wir unseren kleinen Hunger noch ein bisschen unterdrücken. Wir haben es ja gerade aus Spaß gesagt, goldene Bauernregel, erst das Vieh, dann der Mensch. Ja. Ist das wirklich so? Doch, das ist, machen wir so. Zuerst gucken wir bei das Vieh, ob alles okay ist, ob sie alle am Fressen sind und dann geht's zum Frühstück, dann kriegen wir was. Zwei Großstadtburschen begleiten Landwirt Albert Trimborn auf seiner morgendlichen Runde. Das Bauerngut Schiefelbusch ist ein typisch bergischer Hof, abseits von Monokulturen und Massentierhaltung. Halb sieben, die Euter der Milchkühe sind prall gefüllt. Erster Einsatz für den Hofpraktikanten Uwe. Muss ich da die Hände vorher anwärmen oder? Ja, vielleicht, wenn sie zu kalt sind, wird die Kuh sich etwas erschrecken. Nee, er hat warme Hände. Ja, da geht's ja. Ist schön. Ja, pass mal auf, Uwe, das ist also... Die Kuh, die hat ja eine Zitze und einen Schließmuskel, einen kleinen, und den muss man dann eben überbrücken. Die Milch geht in die Zitze rein. So, und dann musst du einfach mit der Hand hier oben abschnüren und unten mit den anderen Fingern drücken und dann kommt die Milch. Die gute Milch. Guck mal. Probier mal. Forsch ran. Erst oben abdrücken. Ja, nicht schlecht. So, und jetzt kannst du auch direkt, hast du eben Hunger, probierst du mal. Probier mal. Wie viel Grad hat die? 37. Wo ist der Cappuccino? Den Rest übernimmt die Melkmaschine. Die warme Kuhmilch hat einen Fettgehalt von 4,2%. Ein Teil der Milch wird ein paar Meter weiter schon sehnsüchtig erwartet. Zusammen mit Sohnemann Andreas übernehme ich die Versorgung der Kälber. Der Landwirtschaftsstudent will den Hof später einmal übernehmen. Das ist aber auch. Was ist für dich das Fantastische an dem Beruf? Ja, es ist halt dieses frühmorgens aufstehen und direkt was schaffen, was erledigen. Und einfach, dass man abends, wenn man müde ist, ausgelaugt, dann sieht man halt das Endprodukt und das Wort Geld verdienen. Also das ist einfach. Und das ist die Sache. Frühschicht, alle rauskommen! Nur der frühe Vogel fängt den Boden. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich leg denn täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Alle Futtermittel auf Gut Schiefelbusch stammen übrigens aus eigener Herstellung. Hunderte Hühner fressen Uwe fast aus der Hand. Davon wird er noch Jahre träumen. Ich habe jetzt eine leitende Position. Ich bin Hühnerleiter. Markus? Halb acht, die Bäuerin braucht meine Hilfe. Bist du hier abkömmlich oder haben sie dich hier ja. Eingetragen? Gibt's denn Kaffee bei dir? Bei uns gibt's Kaffee. Alles klar. Immer mehr Verbraucher setzen auf regionale Direktvertreiber. Die breite Angebotspalette reicht hier von Obst und Gemüse über selbstgemachte Nudeln und Hühnersuppen bis hin zu Fleisch und Wurst aus eigener Schlachtung. Wir haben ja die schwäbisch-hallischen Schweine. Und die werden verwurstet und verarbeitet. Was macht die so besonders, diese Schweine? Die sind nur mit Getreide gefüttert. Ja. Das heißt, ein festes Fleisch. Und es ist etwas fetter, durchwachsener. Aber ja. Da Fett ja ein Geschmacksträger ist, ne, ja. Ist das gut fürs Fleisch. Hühnerleiter Uwe sortiert derweil die frisch gelegten Eier. An diesem Morgen sind es insgesamt 300. Die kleine Maschine verziert die Eier zunächst mit dem Liegedatum, ehe sie, je nach Größe, sortiert werden.
Das ist auch ein junges Huhn. Das fängt zuerst mit einem kleinen Ei an. Und nachher, wenn die Hühner schon mehr einige Wochen legen, dann werden die Eier dicker. Deswegen auch früher die Tradition zu Ostern. Im Frühjahr fingen die Hühner an zu legen. Sehr viele Eier, kleine Eier. Da wurden die gekocht, gefärbt, die waren dann haltbar. Und das war so ein Brauch aus dem Frühjahr. 8:30, das Vieh ist versorgt, die Ernte eingefahren. Nix wie ran an den Speck. Ah, da, Eier mit Speck, kriegen wir auch noch dabei. Siehst du? Alles heute Morgen erarbeitet. Vielen Dank. Ja, dann kann man nur sagen, guten Appetit. Ja, guten Appetit. Frühschicht. Frühschicht. Frühschicht.